Ja, ich möchte Sie herzlich begrüßen. Ich habe ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich so schnell schon wieder so ein Video aufnehmen muss. Aber gestern haben wir ja die neuen Massnahmen von unserer Regierung mitteilt bekommen. Und darum denke ich mir, mit einem Video können wir vieles erklären, mündlich. Wir tun es auch noch schriftlich, deine Mitteilungen, die auf der Liste sich eingetragen haben. Der Bundesrat hat ja bekannt gegeben, es ist verboten, Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmenden durchzuführen. Und das betrifft auch Gottesdienst und Gebetsstunde, Jugendabend und so weiter. Wir haben uns darüber unterhalten, als Älteste, als Missionsleitung, auch als Verantwortliche vom Sicherheitskonzept. Und wir sind eigentlich zum Schluss gekommen, dass wir möchten, diese Möglichkeit ausnutzen und für 50 Personen sie uns alle auftun. Das betrifft unsere Jugend am Freitagabend. Die sind bereits informiert worden. Dürfen 50 von den Jugend kommen. Betrifft aber auch die Gebetsstunde am Donnerstagabend, also bereits heute Abend. Und auch am kommenden Sonntag. Wir wollen die 50 Personen reinlassen. Man muss sich anmelden über der Webseite, die Sie wahrscheinlich schon kennen, mit unserem Anmeldetool. Und die ist halt jetzt begrenzt bis auf 50 Personen. Das tut uns leid, dass man ab 51, muss sagen, geht nicht mehr. Aber es ist so gegeben vom Gesetzgeber. Es wäre eben schade, wenn man aus dem Grund gar nichts macht. Das ist auch ein falsches Signal. Und darum hoffen wir auf euer Verständnis, dass jetzt einfach nur 50 kommen können. Vielleicht darf ich mit dem Zusammenhang auch sagen, dass man ein bisschen Rücksicht nehmen kann mit der Geschwindigkeit, wie sich die Leute nicht anmelden. Dass nicht immer jeden Sonntag die gleichen 50 Minuten kommen. Wir wissen auch nicht, wie lange das noch geht. Man kann auch da vielleicht ein bisschen rücksichtsvoll sein. Wichtig ist auch noch zu sagen, dass momentan keine Sonntagsschule stattfindet. Also Kinder können nicht kommen. Es gibt auch keine Kinderbetreuung im Augenblick. Jawohl, anmelden habe ich gesagt. Wichtig ist auch, dass man wirklich Masken anhat. Und zwar einfach die ganze Zeit. Beim Ankommen in der Erziehungshalle, beim Umlauf, beim Rausgehen immer Maskenpflicht. Ganz wichtig. Und was auch ganz wichtig ist, wenn Sie sich anmelden, kommen Sie bitte auch. Wenn Sie nicht kommen können, melden Sie sich wieder abmelden. Oder rufen Sie uns schnell an, oh, ich kann nicht kommen, ich bin verhindert, dann kann nämlich jemand anders kommen. Das wäre ein bitter, wenn 50 Leute angemeldet sind, 10 kommen nicht. Haben wir 10 leere Plätze, die wir hätten füllen können. Das passiert eigentlich jeden Sonntag, aber das macht nichts, weil wir haben ja 650 Plätze gehabt, aber jetzt haben wir nur 50 und dann wollen wir doch das Maximale daraus rausholen. Was erfreut ist, der Büchertisch am kommenden Sonntag wird auch offen sein. Auch dort natürlich, wir können nicht alle 50 aufs Mal im Büchertisch reinstürmen, müssen wir ein bisschen aufpassen. Das Seniorenzentrum ist unter sehr starken Restriktionen. Dennoch schaffen wir es zusammen mit dem Seniorenzentrum, dass wir den Büchertisch auftun können. Aber auch dort natürlich Maskenpflicht und Vorsicht. In dem Sinn wünsche ich Ihnen Gottes Segen. Ich danke herzlich auch fürs Verständnis. Ich danke auch für alle Gebete, alle Bezeugungen vom Verbundensein. Wir bekommen viele Meldungen über, die uns auch sehr ermutigen. Vielen Dank. Und dann vielleicht bis heute Abend, vielleicht bis am Sonntag, wer weiß. Unser Herr möge Sie reich segnen.